Bei den Parlamentswahlen in Israel wird ein Sieg für Regierungschef Benjamin Netanyahu nach einem knappen Rennen immer wahrscheinlicher. Seine Likud-Partei und die seines Herausforderers Benny Gantz lagen bis zum frühen Morgen nach Auszählung fast aller Stimmen etwa gleich auf. Es schien lange unklar, welches Lager die für eine Regierungsmehrheit nötige Schwelle von 61 Sitzen knackt. Beide reklamierten den Sieg für sich. Im Wahlkampf habe Netanyahu versprochen, dass er auf 40 Sitze komme. Dies sei nicht der Fall so ganz. Sein Mittebündnis Blau-Weiß lag kurz vorn. Gantz strebt eine Koalition mit der Arbeiterpartei, der linken Meretz-Partei und den arabischen Parteien an. Man werde jetzt den Willen der Wähler respektieren, sagte er nach den ersten Prognosen. Die Partei mit den meisten Stimmen sei die, die das Regierungsmandat vom Präsidenten bekommen solle. Jüngsten Prognosen zufolge freuten sich ganz Anhänger jedoch zu früh. Netanyahus Likud und seine Bündnispartner kommen demnach auf mehr Sitze als ganz Mitte-Links-Lager. Die Wahl wird auch als eine Art Referendum über die Person des Regierungschefs angesehen. Es berührt mich sehr, dass das israelische Volk mir noch einmal vertraut, zum fünften Mal. Ich werde dafür sorgen, dass es bald eine stabile nationale Regierung gibt. Netanyahu ist seit 2009 durchgängig im Amt und war auch von 1996 bis 1999 Ministerpräsident. Er steht aktuell wegen Korruptionsvorwürfen massiv unter Druck. Israels Generalstaatsanwalt will in 3 Fällen Anklage gegen den 69-Jährigen erheben. Es geht um Bestechlichkeit, Untreue und Betrug. Sollte Netanyahu eine erneute Amtszeit vollenden, wäre er der am längsten regierende Ministerpräsident in Israel. Das neue Parlament soll am 23. April vereidigt werden. Mit einer neuen Regierung wird bis Anfang Juni gerechnet.